Mein Name ist Michael Kordon und ich bin Abteilungsleiter für die Methodikentwicklung bei AVLIS GmbH. Mich motiviert, Dinge zu tun, von denen andere denken, dass sie nicht möglich sind. Das ist mir sowohl im Privatleben als auch im Berufsleben schon öfters gelungen, aber leider nicht immer. Außerdem motiviert mich das Arbeiten mit Ingenieurinnen und Ingenieuren aus unterschiedlichen Teilen der Antriebsstrangentwicklung. Das bereichert meinen Arbeitsalltag und hilft mir, Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Ich habe bereits meine Diplomarbeit bei AVL geschrieben und habe dann als Entwicklungsingenieur in der Nutzfahrzeugmotorenentwicklung begonnen. Im Zuge meiner Tätigkeit bei AVL habe ich dann mit meiner Dissertation begonnen, die sich mit dem Transfer von Teilen der Entwicklung von der realen auf die virtuelle Welt beschäftigt hat. Als Lead-Ingenieur in der Diesel-Serien-Applikation habe ich diese neuen Dinge stark gefördert und auch gefordert. Es war nicht immer leicht, die Leute davon zu überzeugen, neue Methoden und Ansätze zu verwenden. Nun als Abteilungsleiter habe ich die Möglichkeit, innovative neue Methoden voranzutreiben und diese auch in den Entwicklungsprozess zu integrieren. Innovation ist eines der wichtigsten Elemente unserer Unternehmenskultur. Daher werden hier Menschen gefördert, die innovative Ideen haben. Und das gibt uns die Möglichkeit, neue Ansätze zu verfolgen. Ein weiterer Vorteil ist die Vielfältigkeit der Tätigkeiten. AVL fördert sowohl die Expertenkarriere, bei der man sich in gewisse Themen vertiefen kann, als auch die Weiterentwicklung von Managementfähigkeiten. Die Methodikentwicklung ist eine Abteilung, die sich fachbereichsübergreifend mit neuen Ansätzen beschäftigt, um die Qualität, die Reproduzierbarkeit und die Effizienz in der Entwicklung zu steigern. Wir bringen die Kompetenz, die AVL in der Antriebsstrangentwicklung hat, auch in die Prüfabläufe und in die Datenanalyse. Zusätzlich betreiben wir die Antriebsstrangprüfstände und das virtuelle Prüffeld bei AVL Graz.